Ah, hier ist die Vorratskiste. Komme ich wieder weg. Wie komme ich da hoch? Jetzt tickt einmal meine Zeit ab. Der ist da oben. Will da auch gern hoch, aber wie? Was ist hier? Ah, da geht's hoch. Gott verdammt. Schönes Ansehen. Was steht da? Tafel lesen. Ah. Unwichtig. Ein Buch. Kann ich das öffnen? Elfenmedaillon aufheben. Ist das elfisch? Hier? Sehr seltsam. Ich gebe zu, ich hätte nicht gedacht, dass die Kaiserin so sentimental ist. So, jetzt bin ich bei 50 angekommen. Nicht mal was, wenn ich die töte. Ich dachte, ich krieg Blut dafür. Na, wer hätte das gedacht? Ihr seid also Inquisitor Trevelyan? Ich bin überrascht, dass sie es geschafft haben, euch für diese Feier auszunüchtern und einzukleiden. Wir wurden uns noch nicht angemessen vorgestellt, nicht wahr? Ich bin Botschafterin Briella. Hallo. Steht in dem Ruf, Ergebnisse zu erzielen. Und ich muss sagen, er ist wohlverdient. Ihr habt ganze Arbeit geleistet. Es wird Wochen dauern, den Marmor vom Tevinterblut zu säubern. Ich kam her, um meine verschwundenen Leute zu retten oder zu rächen. Aber ihr kamt mir zuvor. Also, der Gesandte des Rats der Herolde im Hof. Das ist nicht euer Werk, oder? Gaspards Werk, denke ich. Ich denke, Gaspard hat ihn ermordet. Das Messer ist am Heft mit dem Wappen der Chalons verziert.
Ich wusste es. Ich wusste, er hat die Chevalier hereingeschmuggelt. Aber die Ermordung eines Gesandten des Rates? Meuchelmörder aus Tevinter in den Palast zu bringen? Das sind Verzweiflungstaten. Espat will offenbar heute Nacht zuschlagen. Er wirkt nicht verzweifelt. Ich werde ihn aufhalten. Er kann es gerne versuchen, aber ich werde ihn aufhalten. Dann wünsche ich euch viel Glück. Oder besser noch, ich wünsche euch viel Erfolg. Ich hatte euch falsch eingeschätzt, Inquisitor. Vielleicht werdet ihr ein wertvoller Verbündeter. Was könntet ihr mit einer Armee von Elfenspionen nicht alles erreichen? Ihr solltet darüber nachdenken. Das klingt verlockend. Und was wollt ihr von mir im Austausch für diese Armee von Spionen? Einen Moment der Beachtung. Ich weiß, woher der Wind weht. Ich wette, ihr seid an den Friedensgesprächen beteiligt, noch bevor die Nacht vorüber ist. Und wenn ihr dabei zufällig ein wenig in unsere Richtung tendiert, könnte sich das für uns beide als vorteilhaft erweisen. Nur so ein Gedanke. Noch mehr Politik und Betrug. Ist hier eigentlich irgendjemand nicht korrupt? Wahrscheinlich nicht, nein. Ist hier vorne noch was? Nein, was ist hier neben mir gleich? Was ist da? Kehre den Beißer zurück, um Gespart zurückzustellen. Noch nicht, nein. Wir haben im Kreis gelaufen oder was? Was ist da? Kann ich da runter? Komme ich hier raus? Vielleicht ist Steuer offen. Lebt er? Was ist das für einer? Elfenagentin. Ich danke euch, Inquisitor. Ist es jetzt offen? Ja, geht doch. Hoffentlich zieht er sich um. Selber. Oder ich bleibe einfach so und das ist denen egal, das wäre noch besser. In der Krypta der Himmelsfeste kann sie sowohl neue Waffen und Rüstung herstellen, als auch das Aussehen der Himmelsfeste anpassen. Oh ja, die Himmelsfeste, die sieht gut aus. Meine sieht top aus. Okay, der hat sie umgezogen. Geheimer Briefwechsel, okay. Ja, Münzen einwerfen, yo. Habe ich noch mehr Münzen zum Reinwerfen? Nö, irgendwie nicht. Kann ich da rein, yo? Müsste ich rein können jetzt. Das war dann wohl die zweite Glocke. Aber zum Glück ist es ja schick, ein wenig später zu kommen. Nichts, was er tun könnte, war der hier wollte jetzt noch auf seine Seite. Darüber hätte er nachdenken sollen, bevor er damit. Muss jetzt alles nochmal ablaufen oder was? Mit dir reden? Guten Abend, Inquisitor. Wo ist
Nein, komm. Inquisitor, genießt ihr den Ball? Das ist euer erster Auftritt bei Hofe, nicht wahr? Ich bin Lady Marcellette, Hofhistorikerin ihrer kaiserlichen Majestät. Gilt das auch für den Ball? Was sind eure Aufgaben? Was genau macht ein Hofhistoriker? Ich bin für die historischen Aufzeichnungen des Hofes verantwortlich. Überdies verwalte ich unsere Bibliothek und erfasse alle offiziellen Vorgänge. Genießt die Feier. Lady Marcellette. Vielleicht ein andermal. Jetzt habe ich einfach 20 Einsehen verloren. Einfach 20 auf einmal. Lauschen wir mal. Ich möchte wissen, was du mit ihm hast. Komm, ich sag. Darauf kommt es an, dass du mit ihm hast. Können Sie mir schützen? Habe ich das richtig gesehen? Du hast dich mit Herzog Cyril de Montfort unterhalten? Ich war einfach nur glücklich. Mann, aber minus 20 auf einmal. Interessant. Das ärgert mich schon. Wir servieren keine Getränke. Belästigt jemand anderen. Lauschen wir mal bei den Reiter. Habt ihr dieses klingenohrige Dienstmädchen in der Küche gesehen? Die rothaarige? Erzählt weiter. Ich glaube, ich sehe sie beinahe vor mir. So eine muss ich mir unbedingt auch zulegen. Geht uns das nicht allen so? Aha, Botschafter Anton. Ist das wahr, was man sich erzählt? Ihr seid doch der Inquisitor, richtig? Wir haben Geschichten über eure Taten gehört. Worauf wollt ihr hinaus? Ja, und? Ich habe es euch gesagt, Philipp. Nicht jeder kämpft gegen einen Erzdämon und überlebt es. Ihr seid eine Inspiration. Was hat man euch erzählt? Ich bin neugierig. Was habt ihr über den Kampf mit dem Erzdämon gehört? Es heißt, die Armee der Inquisition habe sich bei Haven einen verzweifelten Kampf mit den Truppen eines alten Gottes geliefert. Inmitten des Schlachtgetümmels habt ihr mit dem Bösen selbst die Klingen gekreuzt. Ihr wart zahlenmäßig unterlegen und in die Enge getrieben. Und ihr habt einen Berg über dem Erzdämon einstürzen lassen und seid entkommen. Selbst wenn nur ein Zehntel davon wahr ist, so war es doch eine bemerkenswerte Leistung. Ihr solltet mit Köln reden. Wenn ihr möchtet, kann euch Kommandant Cullen die Schlacht in allen Einzelheiten erzählen. Er ist im Ballsaal. Wirklich? Aber ich sollte meinen Posten nicht verlassen. Ihr wärt hier nur einen Moment weg. Die Welt steht vor dem Abgrund, Philipp. Wenn wir uns diese Geschichte jetzt nicht anhören, haben wir vielleicht nie wieder die Chance dazu. Ihr habt recht. Danke, Inquisitor. Lasst uns gehen. Schnell, schnell. Hm.
Ein Widder, Nax, eine komische Schwein. Was ist das? Eine Hallerstatue. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin, glaube ich. Da komme ich aber wieder nicht rein. Schnell raus hier, ich verliere Ruf. Oder Ansehen. Was zu lesen? So gibt es auf einmal neue Informationen und so viele auf einmal. Mein Ansehen schwindet einfach. Ich hatte einfach über 60 und dann bam, weg. Jetzt reingehen. Wir können nur hoffen, dass sich Selene heute Abend durchsetzt. Jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Wow. Vielleicht noch was, da war doch Schlafzimmer, oder? Wer bist du? Ein Niemand? Kann ich da reingehen? Nein! Noch nicht. Bin einfach im Kopf gehüpft. Das öffnen? Nö. Soll ich mal ganz am Anfang rausgehen? Na, kann ich nicht, okay. Gehen wir mal da lang. Großer Ballsaal. Oh Mann. Habe einfach ganz viel verloren. Das belastet mich jetzt den Rest des Abends. Inquisitor Trevelyan, wir kennen uns. Ich bin Großherzogin Florian de Chalon. Willkommen auf meinem Fest. Kann ich euch helfen? Kann ich etwas für euch tun, euer Gnaden? Ja, das könnt ihr. Ich denke, heute Abend sorgen wir uns beide um eine bestimmte Person. Komm, tanzt mit mir. Auf dem Parkett hören uns die Spione nicht. Lasst uns tanzen. Also schön. Tanzen wir, euer Gnaden? Mit Vergnügen. Ihr stammt aus den Freien Marschen, oder nicht? Wie viel wisst ihr über unseren kleinen Krieg? Orleans betrifft uns alle. Egal, woher man kommt, euer Gnaden. Alle wissen, was im Reich vor sich geht. Ich vergesse mitunter die Welt außerhalb des kaiserlichen Hofs. Es war nicht leicht, dieses Treffen heute zu arrangieren. Und doch plant eine Partei gemeinen Verrat zu begehen. Die Sicherheit des Reichs steht auf dem Spiel. Wir wollen beide nicht, dass es untergeht.
Da stimme ich euch zu. In dem Punkt stimme ich euch zu, ja. Damit nehmt ihr eine schwere Last von meinen Schultern, Inquisitor. Die Welt ist voller Zweifel und Ungewissheit. Furcht regiert mehr Herzen als jedes Reich. Ich weiß, ihr seid als Gast meines Bruders Gespard hier und wart schon überall im Palast. Ihr weckt in vielen Leuten Neugier, Inquisitor. Und in einigen Besorgnis. Was seht ihr in mir? Wecke ich in euch Neugier oder Besorgnis, euer Gnaden? Beides ehrlich gesagt. Der heutige Abend ist sehr wichtig, Inquisitor. Ich bin gespannt, welche Rolle ihr spielt. Wisst ihr überhaupt schon, wer Freund und wer Feind ist? Wem ihr am Hof vertrauen könnt? Wem vertraut ihr? Eine gute Frage. Dasselbe könnte ich euch fragen. Im Winterpalast ist jeder auf sich gestellt. Euch dürfte nicht entgangen sein, dass gewisse Parteien heute Nacht ein gefährliches Spiel treiben. Tun das hier nicht alle? Gehören gefährliche Spiele in Orle nicht zum guten Ton? Ihr habt nicht viel Zeit. Der Angriff steht kurz bevor. Stoppt Gespard, bevor er zuschlägt. Im Garten des königlichen Flügels findet ihr den Hauptmann der Söldner meines Bruders. Er kennt Gespards Geheimnisse. Ihr könnt ihn gewiss überreden, euch zu helfen. Wir werden sehen, was die Nacht bringt, meine Liebe. Na, mal schauen, wie viel habe ich plus gemacht? 73, okay, nicht schlecht. Ihr werdet in den kommenden Monaten das Gesprächsthema bei Hofe sein. Wir sollten häufiger mit euch tanzen gehen. Es ist eine nette Abwechslung. Es ist befreiend, ausnahmsweise mal keine Dämonen und andere Schrecken zu bekämpfen. Ihr habt es immer noch mit Dämonen und anderen Schrecken zu tun. Diese hier sind einfach nur besser gekleidet. Habt ihr etwa mit Herzogin Florian getanzt? Noch wichtiger, was passierte in den Gesindequartieren? Dort soll es zu Kämpfen gekommen sein. Habt ihr gute Neuigkeiten? Die Friedensgespräche scheinen zu stocken. Ich bin auf Venatori gestoßen. Morrigan hat mir geholfen, in die Gesindequartiere zu kommen, wo ich auf einige Venatori gestoßen bin. Und auf Gespards Dolch. Der Mann würde wirklich alles tun, um Kaiser zu werden. Dann wird der Angriff auf die Kaiserin tatsächlich heute Abend stattfinden. Selene zu warnen ist sinnlos. Sie braucht einen erfolgreichen Abschluss dieser Gespräche. Und eine Flucht wäre ein Eingeständnis ihrer Niederlage. Dann sollten wir sie vielleicht sterben lassen. Was meint ihr damit? Ihr habt eine Idee, Liliana? Was Korypheus will, ist Chaos. Und dazu könnte es selbst dann kommen, wenn Selene überlebt. Um seinen Plan zu vereiteln, muss das Kaiserreich stark bleiben. Und das heißt, irgendjemand muss aus diesem Abend als Sieger hervorgehen. Nur muss das nicht notwendigerweise Selene sein. Sie hat recht. Wisst ihr überhaupt, was ihr da vorschlagt, Liliana? Manchmal ist der beste Weg nicht gleichzeitig der einfachste. Was ist der beste Weg? Ihr wollt, dass ich entscheide, was für Orle das Beste ist? Mehr als das. Die Entscheidung, wer den kaiserlichen Thron kontrolliert, wird Einfluss auf ganz Thedas haben. Ihr könnt Korypheus nicht aufhalten, ohne eine Wahl zu treffen. Ihr müsst jemanden unterstützen, oder alles ist verloren. Dann sollten wir Selene unterstützen. Sie ist die rechtmäßige Herrscherin. Warum sollten wir das in Abrede stellen? Weil sie Orle an diesen Punkt geführt hat. Ich stimme für Gespard. Vorausgesetzt, seine Schwester irrt sich, was ihn betrifft. Ich würde Briella vorschlagen. Sie könnte wahren Frieden bringen, und zwar nicht nur für das Kaiserreich, sondern auch für die Elfen, die hier leben. Die Entscheidung liegt jedoch bei euch, Inquisitor, nicht bei uns. Ich brauche mehr Informationen. Ich kann das nicht entscheiden. Noch nicht. Das müsst ihr aber. Und selbst Untätigkeit ist eine Form der Entscheidung, Inquisitor. Ihr könntet im Ballsaal mit Selene sprechen, doch sie wird nichts unternehmen, nicht ohne Beweise. Sollte Gespard schuldig sein, wird er nichts zugeben. Sollte er unschuldig sein, weiß er auch nichts.
Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Was hat euch Herzogin Florianen erzählt? Sie sagte, Gespards Söldnerhauptmann sei im königlichen Flügel. Angeblich weiß er von dem Mordkomplott. Das könnte eine Falle sein. Oder eine Spur. So oder so solltet ihr die Privatgemächer an diesem Flügel nach Hinweisen durchsuchen. Dann verschafft mir Zugang und bringt in der Zwischenzeit eure Soldaten in Stellung. Ich kümmere mich unverzüglich darum. Und seid vorsichtig, Inquisitor. Okay. Acht von 15, ein paar fehlen mir noch. Was haben wir hier noch? Die Witwe. Lord Inquisitor? Wie findet ihr den Ball? Ich wüsste gerne, was ihr von diesem Treffen haltet, my lady. Es ist natürlich zum Scheitern verurteilt. Selene weiß das. Aber wenigstens dürfte es amüsant werden. Eine solche Menagerie hatten wir bei Hofe lange nicht mehr. Ist euch etwas aufgefallen? Ist euch heute Abend irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen? Es sind recht wenige kaiserliche Wachen zugegen, mein Guter. Ein Jammer. Sie sind doch so stattlich. Guten Abend, meine Lady. Aha. Eine Gafferin also.